Hallo, mein Name ist Fissum Volker. Schön, dass du dabei bist. Diese Yoga-Einheit ist besonders gut am Morgen nach dem Aufstehen und schenkt dir ganz viel Flexibilität und Beweglichkeit. Und wenn du soweit bist, dann sehen wir uns gleich auf der Yogamatte. Finde in einen aufrechten Schneidersitz, lege die Hände bequem auf die Knie und schließe deine Augen. Spüre den Boden unter dir und gib dein ganzes Gewicht ab. Erlaube es deinem Becken, sich noch mehr zu erden. Aus dieser Erdung heraus finde in deine natürliche Aufrichtung, zieh den Hinterkopf in die Achse deiner Wirbelsäule. Und bring jetzt den Fokus auf deinen Atem. Folge dieser inneren Bewegung, ohne aktiv einzugreifen. Lass es einfach nur geschehen. Versuche die nächsten Minuten an nichts anderes zu denken, außer an deinen Atem. Lass so den Atem dein Anker sein und dich durch deine Yoga-Praxis und deinen Tag begleiten. Senk jetzt dein Kinn zum Brustbein, öffne die Augen und richte den Kopf wieder auf. Jetzt bring die linke Hand auf den Boden, nimm deine linke Hüfte, streck den rechten Arm lang nach oben. Tief einatmen, hier mit der Ausatmung, lehn dich rüber zu deiner linken Seite. Lass aber die rechte Hüfte fest am Boden. Bring dein linkes Ohr mehr zur linken Schulter, entspann die Gesichtszüge. Atme ein, führ den linken Arm wieder lang nach oben mit der Ausatmung, wechsel die Seite. Und achte dabei darauf, dass du die untere Hand benutzt, um dich immer wieder aufzurichten. Lass den Atem tief zwischen die Rippen. Mit der Ausatmung erde deine Hüfte. Bleibe an deinem Atem dran. Atme ein, kehr zurück zu deiner Mitte, beide Arme wieder lang nach oben nehmen. Ausatmen, Handflächen zusammen, Hände vor dem Herz. Für Katze und Co. Mit der nächsten Einatmung komm in ein geführtes Hohlkreuz. Atme aus, zieh den Bauchnabel ran, runde den Rücken. Nochmal ein in ein geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, runder Rücken. Einroll dich vor in ein geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, runder Rücken. Einatmen, Vierfüßlerstand, neutraler Rücken. Bring die Knie ungefähr 10 cm zurück. Schieb den Po zu den Fersen, streck die Arme lang nach vorne, komm auf die Fingerspitzen. Bring deine Stirn zum Boden. Atme tief in den Bauch hinein, lass deine Bauchdecke los. Mit der Ausatmung lass das Becken über die Ferse mehr Richtung Boden sinken. Erde deine Hände, zieh dich vor in den Vierfüßlerstand. Jetzt streck ein Bein nach dem anderen für die schiefe Ebene weit nach hinten. Zieh den Bauchnabel ran, beug die Knie und schieb dich in deinen ersten herabschauenden Hund zurück. Atme ein, roll dich vor in den Vierfüßlerstand, atme aus, geh in die Haltung des Kindes. Roll dich wieder auf in den Vierfüßlerstand, ausatmen in den herabschauenden Hund zurück. Weiter geht's, einatmen, Knie zum Boden in den Vierfüßlerstand, ausatmen in die Haltung des Kindes. Ein, roll dich auf Vierfüßlerstand, ausatmen, herabschauender Hund. Ein, bring die Knie zum Boden, Vierfüßlerstand, ausatmen in die Haltung des Kindes. Ein, in deinen Vierfüßlerstand, ausatmen, herabschauender Hund. Lass die Knie sanft gebeugt. Ein, bring die Knie zum Boden, in die Haltung des Kindes. Roll dich wieder auf, in deinen herabschauenden Hund zurück. Bleibe hier, beug die Knie, schieb den Bauch mehr Richtung Oberschenkel, erde die Hände gut, zieh die Schultern weg von den Ohren, streck den Rücken,
Jetzt geh auf der Stelle spazieren, beug ein Knie nach dem anderen. Schieb die Hände energetisch zueinander, aktiviere deinen Schultergürtel. Lass dein Atem die Bewegung führen. Dann komm auf beide Fußspitzen, schieb beide Ferse gleichzeitig Richtung Matte. Schüttel den Kopf nochmal Ja und Nein aus. Öffne den Mund, streck die Zunge raus. Schau nach vorne zwischen die Hände, wandere mit kleinen Schritten nach vorne. In die halbe Vorbeuge einatmen. Ausatmen, tauch ein in die ganze Vorbeuge. Ein in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Nochmal ein in die halbe. Ausatmen, tauch ein in die ganze Vorbeuge. Lass die Knie sanft gebeugt. Und greife die Ellenbogen. Verlagere dein Gewicht mehr nach vorne. Mit der nächsten Ausatmen nutze die Schwerkraft, um alles loszulassen. Lass dich einfach mal hängen. Öffne die Arme, schüttel die Schultern hin und her. Schüttel den Kopf, Ja und Nein. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Bring die Arme über die Seite lang nach oben. Komm auf die Fußspitzen. Ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammen. In deine Berghaltung. Komm auf die vordere Mattenkante. Atme ein, öffne die Arme lang nach oben. Komm auf die Fußspitzen, streck dich lang. Ausatmen, tauch ein in die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, bring die Hände zum Boden, großen Ausfallschritt mit links nach hinten, Krieger 1, einatmen hier, ausatmen, trete in deinen herabschauenden Hund zurück. Einroll dich nach vorne in die schiefe Ebene, ausatmen, über die Knie flach am Boden ablegen, Kobra 1, in den herabschauenden Hund zurück, ausatmen. Einatmen, großen Ausfallschritt mit dem linken Fuß nach vorne, Krieger 1, richte dich auf. Ausatmen, trete nach vorne in die Vorbeuge. Ein, beug die Knie, öffne die Arme, komm lang nach oben, ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammen. Nochmal ein, öffne die Arme, ausatmen, tauch ein in die Vorbeuge. Halbe Vorbeuge ein. Großen Ausfallschritt mit rechts nach hinten, Krieger 1, ausatmen in den herabschauenden Hund zurück. Roll dich nach vorne in die schiefe Ebene, über die Knie mit geradem Rücken, leg dich flach am Boden ab. Kobra 1, in den herabschauenden Hund zurück, ausatmen. Einatmen, großen Ausfallschritt mit dem rechten Fuß nach vorne, Krieger 1, richte dich auf. Ausatmen, trete nach vorne in die Vorbeuge. Ein, beug die Knie tief, öffne die Arme, komm lang nach oben. Ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammen, Tadasana. Ein, öffne die Arme, komm auf die Fußspitzen, ausatmen, tauch rein in die Vorbeuge. Halbe Vorbeuge ein, großen Ausfallschritt mit links nach hinten, jetzt greif deine Decke, bring die Decke unter dein linkes Knie, richte den Oberkörper auf, bring deine Hände auf den rechten Oberschenkel, verschränk die Finger ineinander. Achte dabei darauf, dass dein rechtes Knie im 90 Grad Winkel ist. Und zieh dein Schambein an, mit der Ausatmung geh in eine sanfte Dehnung in deinem Hüftbereich. Und zieh dabei gerne die rechten Fußspitzen nach oben, das aktiviert die Innenmuskeln deiner Beine. Jetzt bring die linke Hand auf die Innenseite deines rechten Fußes, streck den rechten Arm lang nach oben. Entspann dabei den Nacken, bring dein linkes Ohr zur linken Schulter.
und zieh den vorderen Fuß und dein Knie zueinander. Und bring die rechte Hand auf die Innenseite des vorderen Fußes, streck den linken Arm lang nach oben. Zieh die rechte Hüfte sanft zurück. Lass dabei den Scheitel lang nach vorne ziehen. Versuch die Arme in einer Linie zu halten. Dein Atem fließt sanft weiter. Jetzt bring die linke Hand zum Boden, lass dein rechtes Knie gebeugt, verlagere dein Gewicht auf die rechte Seite, streck den linken Arm über den Kopf weit zu deiner rechten Seite. Der linke Fuß ist auf der Ferse, die rechte Hand neben deinem rechten Fuß auf dem Boden. Spür die Dehnung auf der Rückseite deines linken Beins. Atme ein, bring die Hände zurück zum Boden, trete zurück in deinen dreibeinigen Hund. Lass den Oberkörper dabei parallel zum Boden, beug dein Knie, öffne die Hüfte, kreis den Fuß. Wechsel die Seite. Einatmen, langes Bein, ausatmen, herabschauender Hund. Einroll dich vor in die schiefe Ebene aus, über die Knie flach am Boden ablegen. Kobra ein, in deinen herabschauenden Hund zurück ausatmen. Hier einen tiefen Atemzug für die andere Seite, großen Schritt mit dem linken Fuß nach vorne, greif die Decke, bring dein rechtes Knie zum Boden. Richte den Oberkörper auf, bring die Handflächen auf deinen linken Oberschenkel. Wenn du soweit bist, geh in deine Hüftdehnung auf deiner rechten Seite. Bleibe an deinem Atem dran. Jetzt bring die rechte Hand auf die Innenseite des vorderen Fußes, strecke den linken Arm in einer Linie lang nach oben. Entspann den Nacken, bring dein rechtes Ohr mehr zur rechten Schulter. Zieh dabei die rechte Hüfte sanft zurück. Bring die linke Hand auf die Innenseite des vorderen Fußes, öffne den rechten Arm lang nach oben. Lass dabei den Scheitel lang nach vorne ziehen. Entspann deinen Nacken. Atme tief bis in die Fingerspitzen. Ausatme hier. Und bring die rechte Hand zum Boden. Verlagere dein Gewicht nach links. Beug dein linkes Knie, streck das rechte Bein und führ den rechten Arm über den Kopf weit zur Seite. Spür die Dehnung auf der Rückseite deines rechten Beins. Atme tief zwischen die Rippen. Ausatmen, alles wieder auflösen. Hände zum Boden, trete zurück in deinen dreibeinigen Hund. Öffne die Hüfte, beug das Knie, kreis den Fuß. Wechsel die Richtung. Atme ein, streck das Bein wieder lang. Ausatmen, herabschauender Hund. Einroll dich nach vorne in die schiefe Ebene, ausatmen, über die Knie mit geradem Rücken zum Boden, Kobra ein, in deinen herabschauenden Hund zurück, ausatmen. Hier den Kopf nochmal Ja und Nein schütteln, den Mund auf, die Zunge raus. Das nochmal genießen. Dann schau nach vorne zwischen die Hände, wandere mit kleinen Schritten nach vorne, komm zum Sitzen. Streck die Beine lang nach vorne aus, greif unter dein Gesäß, zieh die Sitzmuskulatur zur Seite. Für die sitzende Drehung beug dein rechtes Knie, bring den rechten Fuß auf die linke Seite vom linken Bein, ungefähr auf Kniehöhe. Umgreife mit dem linken Arm dein rechtes Knie, streck den rechten Arm lang nach oben, atme tief ein.
Mit der Ausatmung bring die rechte Hand hinter dich zum Boden und geh so in eine sanfte Drehung zu deiner rechten Seite. Achte dabei darauf, dass die Drehung nur in der Brustwirbelsäule erfolgt. Dein Kinn ist über deinem Brustbein ausgerichtet. Mit jeder Einatmung versuch mehr Länge zu gewinnen. Mit jeder Ausatmung intensiviere die Drehung. Atme ein, kehr zurück zu deiner Mitte. Mit der Ausatmung geh in eine sanfte Gegendrehung. Ein, richte dich wieder auf und wechsel die Seite. Streck dein rechtes Bein, bring den linken Fuß auf die andere Seite. Umgreife mit der rechten Hand dein linkes Knie, streck den linken Arm lang nach oben, wenn du soweit bist. Geh in die Drehung zu deiner linken Seite. Lass dein Atem dabei tief. Atme ein, kehr zurück zu deiner Mitte. Mit der Ausatmung geh in eine sanfte Gegendrehung. Ein, atme zurück zu deiner Mitte, löse alles auf, stell die Füße hüftbreit auf, greif unter die Kniekehlen und roll dich Wirbel für Wirbel auf deinen Rücken zurück. Für die Brücke stell die Füße hüftbreit auf. Atme ein, erde die Füße gut, heb das Becken lang nach oben, verschränk die Finger unter dem Po. Wandere mit den Schulterblättern zueinander. Mit der Ausatmung lass die Knie mehr nach vorne ziehen. Schenk dem unteren Rücken mehr Länge. Drück den Hinterkopf fest in die Matte, dass der Kehlkopfbereich sich entspannt. Atme tief bis in die Lungenspitzen. Schenk dir innerlich mehr Weite, mehr Energie. Und mit der Ausatmung lass alles los, was dich daran hindert, im Moment zu sein. Bleibe hier noch für ein paar tiefe Atemzüge. Letzten tiefen Atemzug. Löse die Hände, komm auf die Fußspitzen, roll dich Wirbel für Wirbel wieder zurück auf deine Matte. Stell die Füße mattenbreit auf, lass die Knie zueinander fallen. Bring die Handflächen zusammen, führ die Daumen zwischen die Augenbrauen. Auf dein drittes Auge, schließ die Augen. Atme tief in den Bauch hinein. Mit der Ausatmung gib dein Gewicht an den Boden ab. Löse die Hände, zieh ein Knie nach dem anderen zum Brustbein, lass die Knie geöffnet und mach so kleine Kreise für den unteren Rücken. Wechsel nochmal die Richtung. Für die liegende Drehung. Behalte dein linkes Knie bei dir, streck dein rechtes Bein aus. Jetzt streck den linken Arm auf Schulterhöhe zu deiner Seite. Atme tief ein mit der Ausatmung. Zieh dein linkes Knie zu deiner rechten Seite. Lass dabei die Schultern am Boden, den Atem tief. Bleibe bis zur letzten Minute an deinem Atem dran. Noch ein paar tiefe Atemzüge. Atme ein, kehr zurück zu deiner Mitte. Versetz das Becken leicht in die entgegengesetzte Richtung. Und wenn du soweit bist, wechsel die Seite.
wir hier noch für ein paar tiefe Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung kehr zurück zu deiner Mitte. Zieh die Knie nochmal ran, mach dich klein wie so ein Päckchen, Knie und Stirn zusammenbringen. Atme tief ein. Mit der Ausatmung leg dich lang fürs Shavasana. Gebe deinem Körper genug Raum, lass die Fußspitzen auseinanderfallen. Öffne die Handflächen nach oben, zieh die Schultern weg von den Ohren. Lass den Atem wieder ganz frei fließen. Lass es geschehen. Genieß dein Shavasana. Namaste.